Lieben, ein langes Wochenende, das letzte Wochenende 2019 mit unseren Livestreams. Heute am Samstag anno 1800, morgen am Sonntag am 29. ab 12 Uhr Open End Transport Viva 2, morgen Abend der Jahresrückblick auf YouTube um 18 Uhr und jetzt anno 1800 Kohle, wir wollen an Kohle ran, wir meinen damit nicht Money, 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 sondern wir meinen echte Kohle, richtige Kohle, also weder Schotter noch Zaster noch Moneten, sondern tatsächlich Kohle. Komisch, da hatten wir zuletzt schon drüber philosophiert, Gallico und Punisher, die beiden Chatmods beziehe ich mal mit ein, dass so viele Bezeichnungen für Geld, also metaphorische Wörter, aus dem Bergbau oder der Schwerindustrie kommen. Das heißt, man spricht wohl nicht umsonst von dem schwarzen Gold und im Zeitalter der Industrialisierung wurden die heutigen Wörter, die gemalten malerischen Wörter für Geld anscheinend geprägt. So wie Münzen geprägt werden, ich komme nicht raus. Was ist eure Lieblingsbezeichnung für Geld, frage ich den Chat und frage ich auch mal die beiden Chatmods. Lieblingsbezeichnung? Wann fühlt sich, also, mit welchem Wort fühlt sich Geld am wertvollsten an? Oh, Geld am wertvollsten. Ich wette, weil wir ein bisschen weiterspielen während der Rest hier. Moos schreibt Chaoswuschel und meint wohl, ohne Moos ist da nichts los. Und ich werde derweil hier noch ein paar Ködereien bauen. Während ihr gerne mir das zuwerft, Schatz, Orakel schreibt Schatz. Also ich bezeichne mit Schatz eigentlich nur einen Menschen, einen ganz speziellen und kein Geld. Aber die einen lieben Geld, die anderen lieben Menschen, wo die Liebe hinfällt. Asche, Scheingeld. Scheingeld. Ich glaube, ich hätte Lohn gesagt. Bitte? Duplone? Ich hätte Lohn gesagt. Lohn. Amnesia, das werde ich dir nicht vergessen. Danke für dein Twitch. Abo hier. Lieben Dank. Danke für deine Unterstützung. Scheingeld finde ich super witzig von Eifelstein. Eifelschein, weil da fliegt, da schwingt so viel Wortewitz mit. Scheingeld, das finde ich total klasse. Da kann ich mich total überbeömmeln. Hey, Clay Seemann. Genau, Clay Seemann. Ich danke dir sehr herzlich für dein Abo. Danke für deine Unterstützung, dass du mitmachst. Freut mich sehr. Eine Aufgabe von Karl Leonard. Das machen wir auf jeden Fall. Denn da fällt er total drauf ab. Ja, das machen wir sofort. Weil das ist manchmal, die Aufgaben von Karl Leonard sind bisweilen sehr, zwei Abos sogar. Genau, habe ich gerade gesagt, Akira. Denn die Aufgaben sind manchmal sehr, sehr anspruchsvoll, die er uns gibt. Mal schauen, ob wir die finden. Sie haben keine Aufgaben. Vielleicht eine in der neuen Welt. Pinke, pinke. Schei. Auch keine. Immer da, wo man als letztes schaut. Das ist wie die Supermarktschlange. Die ist immer, dort geht es immer am schnellsten voran, wo man selber nicht ansteht. Nähern Sie sich dem Schiff, um mit dem Gleitschutz zu... Oh, das ist... Da brauchen wir schnelle Schiffe. Das ist teilweise echt super frustend hier. Wir brauchen ein schnelles Kriegsschiff. Leute, und dann hier. Wir haben kein einziges Scheibenkleister. Mist, wir haben kein einziges Kriegsschiff hier unten. Wie gut, dass wir... Wir müssen erstmal eins hier hinbringen, am besten von der alten Welt aus. Jetzt müsst ihr mich mal coachen. Der Monitor ist, glaube ich, ist der schneller oder langsam? Ich glaube, der ist langsam. Was ist, ist ein Schlachtkreuzer oder ein Monitor schneller? Ich brauche eure Tipps, ihr Lieben. Wir haben Schlachtkreuzer, Monitore und ein pyrophorisches Kriegsschiff zur Auswahl. Den Feuerspucker. Ich glaube, der ist am schnellsten. Was meint ihr? Ich würde sagen, ist Monitor oder Schlachtkreuzer? Ist schneller. Ich hätte Schlachtkreuzer gedacht, ja. Vom Namen her oder von der Kenntnis her? Von der Kenntnis her. Das ist die richtige Antwort. Das ist genau das, was ich hören möchte. Dann schnappen wir uns den Sturmvogel hier und kombinieren den mit dem Feuerspucker und sagen den beiden mal rüber. Bildet bitte einen Generalangriff in einer Gruppe. Was schreibt der Chat? Kreuzer, okay. Und schicken die mal rüber nach Capitolani. Go. Sind sie unterwegs? Nein. Wo sind sie denn? Sind sie immer noch nicht unterwegs? Doch, jetzt sind sie unterwegs. Gute Leute. Gute Schiffe. Auf geht's, Männer. Meiden.
Seemädchen, Kinder, wer auch immer, ab, ab, Kanonenfutter an die tapfere Krieger an die Front. Ihr schafft das schon. Alles für einen höheren Zweck, nämlich dafür, dass uns Karl Leonard in Frieden weiter spielen lässt. Ist ja nun spielen. Tut nicht wirklich weh, wenn unsere Liebsten hier sterben. Also rüber in die Arktis. Und da ging es um das Thema Kohle. Taler, Storm Eagle mein Taler. Wir waren eben beim Thema Geld. Stimmt, also das mit dem Scheingeld von Eifelstein war das, ne? Das, ich, ihr habt viele Sachen. Also Scheingeld finde ich echt sehr witzig. Weil er das fast schon eine philosophische Frage aufwirft. Ist bei Scheingeld der Schein alles? Oder trügt der Schein und Geld ist gar nicht das Wichtigste im Leben? Oder ist Geld und Gold nur das, was gar kein Gold ist, sondern nur auf Scheinen existiert? Ganz viele pseudophilosophische Fragen, die Eifelstein da aufwirft. Wir bauen noch ein paar Köhlereien hier hin, ins Nirgendwo, und machen dann daraus ein Irgendwo, in dem wir dort noch ein Lagerhaus hinplatzieren werden. Dich da oben dran. Einmal hier. Einmal hier. Die Feierlichkeiten sind beendet. Einmal dort. Jetzt haben wir so langsam Probleme mit den Entdeckern, aber noch geht's. Dann ziehen wir ein paar Sträßchen hin und her. Man nimmt entbehrliche Menschen mit an die Front, schreibt Eisdrache. Sogenanntes Kanonenfutter. Genau. Schäm dich, Eisdrache. Wie kann man nur sowas sagen? Hier geht's hin. Ah, da unten nur 94, das war doof. Dann gehen wir erstmal. Ziehen wir einen hier so durch. Einen hier runter. Ein Lagerhaus bitte. Dann habe ich doch zu eng gebaut. Dann machen wir das anders. Dann kommt der hier hin. Den ziehen wir. Oh, da ist ja noch einer. Oh, entschuldigt bitte. Das ist das Lagerhaus für die. Und das Lagerhaus sollte ja hier in die Mitte. Ich habe mich vertan. Pardon. Irgendwie habe ich jetzt gerade Mist gebaut. Ich habe mich hier vertan. So. So in etwa. Ich glaube, man könnte das besser machen, aber ich habe es nun mal so gemacht. Das baue ich einmal aus. Wir könnten uns überlegen, ob wir noch eine Polarmacht dorthin setzen. Brauchen wir bei Köhlereien Polarwachten oder gehen die sowieso in Flammen auf irgendwann? Da könnten wir eine Polarwacht noch in die Mitte setzen. Nur eine Polarwacht braucht Kohle. Glaube ich. Wir gehen mal gucken. Eine Polarwacht. Das ist, glaube ich, Kohle, ne? Hier, oder? Der Regler, ich denke, ja. Erfordert Wärme. Und dann ist ja irgendwie doof, da müssen wir extra dafür hier oben so ein Kohleteil hinsetzen. Da habe ich eigentlich keinen Bock drauf. Wir hoffen mal, dass es so gut geht. Wir versuchen nochmal ein Haus hier hinzusetzen, damit wir nicht bei plus 11 sind, sondern so einen kleinen Vorrat an an Menschenmacht, an Proletariat haben. Menschen, die ja furchtbar gerne für uns arbeiten.
Ja, hier, komm, das geht doch. Einer hier. Alles kein Ding. Das geht. Das reicht schon aus. Eine Aufgabe haben die Menschen für uns. Sollen wir mal gucken gehen? Was hättet ihr denn gerne? Eine Lieferaufgabe. Ich habe einige Tricks gelernt, als ich damals die Pampas durchquert habe. Fische haben ihre Schuhsohlen von unten mit Filz bedeckt, damit sie nicht ausrutschen. Wir könnten wirklich etwas gebrauchen, um einen festen Stand zu haben. Oh Gott, ich soll nicht etwas der neuen Welt da Filz hinbringen. Da hätte ich ja gar keine Böcke drauf. Mal schauen. 30 Tonnen Filz. Soll ich extra für die Leute 30 Tonnen Filz hinschicken aus der neuen Welt für irgendein Item, das wir wahrscheinlich niemals brauchen? Ich hätte lieber eine Fotografieraufgabe oder so ein Wimmelbild-Ding. Wir schauen mal, ob wir irgendwo einen Überfluss an Filz haben. Wenn, dann. Hier unten. Wir sind ja nicht so. Wir schnappen uns mal den Schoner. So das Kleinste überhaupt. Und suchen mal, wo hier Filz ist. Wir wären dann so weit. Neue Welt, bitte einmal check Filz. Unfassbar viel Filz auf Perlenschmuck. Ah, Fake News! Die Lage ist nicht hoffnungslos und auch nicht hoffnungslos. Wir diskutieren ja jedes Mal bei jedem Livestream über das Thema freie Presse. Und ihr wisst ja, ich habe da konsequent immer denselben Kurs. Ich habe meine Meinung da noch nie geändert, dass ich finde, dass die Presse als vierte Gewalt im Staat auch eine Pflicht hat. Nicht nur Rechte, sondern auch Verantwortung. Unter anderem die Verantwortung, verantwortungsvoll zu berichten. Der Wahrheit verpflichtet und den öffentlichen Interessen, vor allem den Interessen der Herrschenden. Und insofern denke ich mal, das ist hier nicht verantwortungsvoll. Also die Moral der Menschen, die auf die darauf setzen, dass die Zeitung die Moral boostet und unterstützt und fördert durch solche Zeitungsmeldungen zu zersetzen, ist kein verantwortungsvoller Umgang mit einem Recht. Das hat auch nichts mit Freiheit zu tun. Freiheit birgt auch immer Verantwortung und sowas geht nicht. Also das geht nicht. Insofern lektorieren wir mal. Wehe, jemand sagt, das wäre Zensieren. Da schreiten wir sofort ein. Zensur, der Zensurvorwurf würde gnadenlos wegzensiert werden, um das klipp und klar zu sagen. Sehr gut. Im Chat lese ich, WB, du hast recht, WB, du hast recht. Ja, WB, ja, WB, ja, WB. Sonst kann ich nichts anders lesen. Im Chat hundertprozentige Zustimmung. Danke, Zensurmaschine, Chatmods. Ihr beide funktioniert perfekt. Lieben Dank an Gallic und an Punisher für euren Einsatz, mir die Welt so darzustellen, wie es mir gefällt. Wir sorgen, das nennt man freudscher Verleser. Ganz genau. Sehr cleverer Hinweis. Wir veröffentlichen das hier mal. Und jetzt mal im Ernst. Wir hauen unsere letzten Einflusspunkte raus. Null. Wir können kein weiteres Luftschiff mehr bauen. Karl Leonard gefällt das Ganze. Zuckerberg vielleicht auch, aber... Ist das Zensur oder Politur? Gute Fragen, die im Chat aufgeworfen wird. Wir polieren mal ein bisschen unseren öffentlichen Ruf. Filz war in, was hatte ich gesagt, in Dingenskirchen. In, hier, in Perlenschmuck, da ist Filz. Jetzt müsste man nur noch wissen, wo Perlenschmuck nochmal war. Wir nehmen uns hier, das ist Bultopia, Perlenschmuck war hier. Ah, ich wusste es, ich wusste, dass ich es wusste. Hier geht's hin und hier lesen wir mal ein bisschen auf. Hierhin, bitteschön. Auf geht's! Die Entdecke mich holt einen der ältesten Namen unserer Schiffe. Wir ändern ja öfters die Schiffsnamen. Storm Eagle hat etwas geschrieben, hat dafür Bullenkarma-Punkte ausgegeben, was ich nicht vorlesen möchte. Storm Eagle, ich lese das nicht vor, du hast deine Bullenkarma-Punkte verschwendet. Dein Hinweis wird gleich gelöscht und getilgt. Storm Eagle, was soll aus dir mal werden? Schäm dir. Ab in die Ecke. Echt. Du bist eine Enttäuschung. Muss ich dir ganz ehrlich sagen. Du enttäuschst mich sehr. Ich bin sehr betroffen. Hätte ich nicht von dir gedacht.
So, die Entdeckmich ist unterwegs. Das lese ich jetzt mal nicht vor, was er als Revanche schreibt. Zensiert ihn doch mal endlich. Und wir... Ach, wisst ihr was? Wir begleiten einfach, das ist ja nur ein Katzensprung. Wir fahren mal einen Moment mit der Entdeckmich rüber. Der kleine Schoner hat hier ein irres Tempo. Martin Bach mit einem interessanten Kommentar. Die Wahrheit ist relativ, deshalb sollte man mehrere Zeitungen lesen. Wir haben nur eine Zeitung hier. So ein Zufall. Holti ist für die Zensur der Zensur. Das voll. So, jetzt sind wir angekommen und holen uns mal, bevor ich noch mehr geistreiche Kommentare von euch vorlese, gehen wir mal hier mal rein und holen uns. Wie viele Tonnen waren das nochmal? 30, 40? Chatmods, habt ihr aufgepasst für mich? Wie viele Tonnen Filz? Gallico! Waren es nicht 30 oder 80? Eins von beiden. Weiß nicht, 30 oder 80 ist nicht ganz die Präzision in der Antwort, die ich mir gewünscht hatte. Dann wird es wohl 30 sein. Ja, das sagst du, weil alle Leute im Chat gerade 30 schreiben. Jetzt tust du so, als hättest du das behalten. 30 oder 80, dabei bleibe ich. Punisher, nimm dir am Gallico kein Beispiel. Ich erwarte von dir, dass du besser flunkerst als er. So, jetzt laden wir ja 30 Tonnen Filz ein. 30 oder 80, irgendwas. Das gibt's ja gar nicht. 30 Tonnen laden wir hier ein. Dann geht's so rüber in die... 400 macht das auch keinen Unterschied. Also so oft, wie jetzt 30 gepostet worden ist im Chat, so viele 30er-Pakete kann ich gar nicht mitnehmen. Rüber in die Arktis. In die Arktis? Moment. Was, in die Arktis? Nee, das war zu seinem Schiff, ne? Wo wollte er nochmal hin? Moment mal, nicht in die Arktis. Abbruch. Wo war seine Aufgabe? Nach Kap Trelawney. Da ging es hin. Da muss der schon ein. Neues Kommando. Punisher und Gallico haben dir einen falschen Kurs angesagt, entdeck mich. Ich wusste es aber, es geht Richtung Kap Trelawney. So viel zum Thema Fake News. Ab geht's. Schweiget, liebe Chatmods. Ich habe euch noch gar nicht angesprochen. Hast du denn schon eine Idee, wie du deinen Einfluss erweitern möchtest? Oh, das ist ein guter Hinweis. Ja, in der Tat. Wie erweitere ich meinen Einfluss? Mehrere Möglichkeiten. Abriss. Da bin ich Spezialist dran. Viele Dinge ab. Wir gucken einfach nochmal nach. Wir investieren. Wir sorgen für Investoren. Endlich mal. Wir gehen mal rüber. Wir schauen erstmal in Kap Trelawney. Nee, zuerst, wir hatten noch die offene Kohlefrage hier oben. Wir haben super viel Kohle produziert hier. Hier müsste die Kohle sich stapeln mittlerweile. 10 Tonnen Kohle. Toll, dafür baue ich hier die ganzen Kohlereien auf, damit wir hier 10 Tonnen Kohle am Schluss haben, wenn ich hier gucken gehe. Peinlich, peinlich. Oder ist gerade alles abtransportiert worden? Was macht die Miriam denn da? Nichts. Was macht Miriam da? Nichts. 30 Tonnen Filz. Wo bringst du die jetzt hin? Die bringe ich nach Kap Trelawney. Okay, weil da steht jetzt, also wenn ich das Bild richtig sehe, ein Inuit und der sagt, dass er... Oh, stimmt tatsächlich. Ich verwechsel das. Die Passage. Stimmt, ich verwechsel das mit der Aufgabe für Dingenskirchen. Für Kaleonard. Dann war es doch Arktis, war mein erster Gedanke. Jetzt ist der aber schon unterwegs, befürchte ich, ne? Nee, eventuell kriegen wir ihn noch. Mal gucken. Nee, wir kriegen ihn nicht mehr. Der ist schon unterwegs. Den müssen wir gleich umlenken. Oh Gott, hier fehlt es an Arbeitskräften. Warum? Es fehlt an Journaleros. An Obreros fehlt es. Das sind die Journaleros. Die sind happy. Was fehlt den Obreros? Bier. Die haben sie, glaube ich, noch nie bekommen. Das ist die Zufriedenheit. Es fehlt an Tortillas. Das ist ein ernstzunehmenderes Problem. Jetzt ist wieder genug da. Es war anscheinend nur ein ganz kurzfristiger Engpass. Wie viele Tortillas sind im Lager? Fast nichts. Produzieren wir vor Ort Tortillas?
Anscheinend nicht. Eine der Tortilla-Bäckerei ist hier. Mais wird hierhin geliefert anscheinend. Rinderfarmen sind da. Irgendwo ist eine Tortilla-Bäckerei und die packt sie alleine nicht. Und denen fehlt es an Obreros. Wo steht sie denn? Hier, ne? Da ist die. Und diese Tortilla-Bäckerei hatte kein Mais mehr. Das war das Problem und hat wieder kein Mais. Das heißt, wir müssten mal gucken, von wo der Mais hier hingebracht wird. Lieber WB, du hast wieder ein neues Abo bekommen. Damo-sama, ich danke dir ganz herzlich. Vielen lieben Dank an dich. Danke für deine Unterstützung, Damo-sama. Danke, danke. Mais. Hier ist Mais. Immer hin und her mit plus 8, minus 50. Jetzt wollen wir mal gucken, ob in Bultopia eventuell ein Maismangel ist. Das ist vielleicht die wahrscheinlichste Erklärung. Mais in rauen Mengen. Das heißt, das Schiff nimmt einfach zu wenig mit. Wenn die so viel Mais haben, dann hauen wir mal gnadenlos mehr mit. Dann sagen wir 12 mitnehmen. Dann schicken wir den außerdem noch einmalig Mais rüber, damit Startproblemchen behoben werden. Das heißt, wir gehen mal schauen, was hier an Schiffchen in Bultopia ist. Eins ist da. Was bist du für eins? Die Schneemann. Sehr schön. Die wird dann voll gemacht mit. Ach, nehme ich mal ordentlich mit. Wir gehen mal schauen, ob hier noch irgendwas anderes fehlt, womöglich, was wir einmalig rüberbringen könnten. Eigentlich nicht. Zum Bauen ist genug da. Das heißt, wir schnappen uns unser Schiffchen und schicken es hier hin. Das geht ratzfatz. Und dann habt ihr vielleicht gesehen, dass hier sehr viel Schokolade war. Auf Vorrat. Die wir eigentlich mal wegtransportieren könnten. Irgendwohin, wo man Schokolade braucht. Ich tippe mal auf die alte Welt, dass da Schokolade benötigt wird. Hier, 400 Schokolade. Ihr seht, seht ihr das? Seht ihr den Gedanken? Seht ihr die Denkblase? Den Gedanken, der durch mein versüßtes Gehirn saust. Soll ich die Schokolade vielleicht nicht in die alte Welt oder nach Cap Trelawney schicken lassen, sondern zu mir selber? Schokolade aus Perlenschmuck. Das wäre vielleicht auch ein Geschenk für den Chat. Im Chat schreibt schon Kiba Schokolade für mich. Kiba? Sollte das dann nicht Kaba heißen? Kaba Fox statt Kiba Fox? Ich sollte eine Handelsroute nach Köln oder zu WB schicken, oder? Die Frage ist das Bitterschokolade? Ach komm, jetzt verzetteln wir uns hier mal wieder völlig. Hier ist das Schiffchen. Nee, das ist wieder ein anderes. Gott, wie peinlich mehr. Läuft die ganze Zeit das Wasser im Munde zusammen. Gleich sind wir da. Wir fahren mal das kleine Stückchen mit. Gönnen uns den Luxus. Richtung Troisdorf, direkt um die Ecke. Shahi würde auch für Schokolade abnehmen. Ja, sehr großzügig von dir. Ja, 400 Tonnen Schokolade, Tante Mimi. Kommt dir das zu viel oder zu wenig vor? Leute, ihr müsst mich daran erinnern, dass wir eine Quest haben. Und zwar eine, wo es auf Zeit ankommt, eine Militärquest. Erinnert mich dran. Ich selber habe das vergessen. Ihr müsst mich schon drauf ansprechen. Wir schippern hier Schokolade hin und her und Filz. Wir haben viel wichtigere Aufgaben. Erinnert mich dran. Ich selber habe es anscheinend vergessen. Niemand spricht mich drauf an. Muss ich denn alles selber machen? So, wir laden mal die Schokolade ein. Okay, wir kümmern uns mal um. Die Aufgabe mit dem Karl Leonard war
Wo war denn die Aufgabe mit dem Geleitschutz? Wisst ihr das noch? Ich glaube, das war in Kap Trelawney. Genau, hier. Sind die Schiffchen mittlerweile angekommen? Ja. Wir haben noch 7 Minuten, Leute. Klar, ihr lasst euch hier, ihr seid ja echt tiefenentspannt hier. Das ist zwar mein Wunsch, Entspannung zu liefern, aber so werden wir die Quest versieben. Wir haben nur noch 7 Minuten, das können wir echt knicken. Das wird nicht klappen. Leute, ich brauche euch. Schwarmintelligenz. Ihr seht es hier mal wieder, ich bin ohne euch verloren. Gell? Echt, ich habe mich drauf verlassen. Wirklich, jetzt ohne Scheiß. Ich habe mich drauf verlassen, wenn ich irgendwas vergesse, erinnert ihr mich dran. Stattdessen werde ich in Gespräche über Schokolade verwickelt, an irgendwas anderes. Gespräche, die du selbst begonnen hast. Na, Gerüchte, Fake News. Wir versieben hier eine Quest, weil ihr mit mir nur über Schokolade diskutieren wollt. Das ist ja nicht zu fassen. So aber spät kann ich. Vielleicht können wir den Filz ja noch retten. Vielleicht, aber wir versuchen mal unser Bestes. Tante Mimi schreibt, so spät kann ich nicht mehr denken, dafür haben wir dich, WB. Toll. Ich muss ja rackern und schuften. Kiva schreibt, Writing Bull, wir haben so lange auf einen Stream verzichten müssen. 5 Tage, nun sind wir tiefenentspannt. Martin Bach schreibt einfach nur, was? Ist einfach zu spät, um zu denken. Ihr seid mir echt eine Unterstützung hier. Holti schreibt etwas von Charmintelligenz. Schwarmintelligenz. Deshalb seid ihr so charmant zu mir. Ihr müsst mein Schwarm sein, mein Intelligenzschwarm. Boah, mir bricht echt der Schweiß der Wut aus hier. Unfassbar. Unglaublich. Wann kommt die Rettung hier endlich? Boah, jetzt fährt er durch das Schiff hier. Da hinten ist unser Ziel. Das geht nie und nimmer gut. Wir bleiben mal hier und erleben gemeinsam, wie wir die Quest hier versieben. Ich bin nicht verantwortlich. Ich bin niemand, der die Schuld auf andere schiebt. Aber ihr seid schuld. Ihr seid dann schuld, nicht ich. Um es klipp und klar zu sagen. Ihr könnt euch im Chat schon mal... ihr habt ja schon begonnen, nach Ausreden zu suchen. Ausrede Weltmeister habe ich in der Community. Dein Ruf, der leidet. Echt. Toll, danke. Der Chat muss sich nach längerer Pause erstmal reinfinden, schreibt Arrakus. Es war die Zeitung, schreibt Pixel Studios. Im Zweifelsfall war es immer die sogenannte freie Presse. Feuerspucker. Leute, jetzt hier. Wir haben noch 4,50. Das schaffen wir allein schon deshalb nicht, weil... Obwohl, der ist fix. Was ist denn das für einer? Der Clipper ist schnell. Das schaffen wir hier nimmer. Scheibenkleister. Und wer ist es schuld? Ach, wir haben noch 4 Minuten, alles gut. Na, überhaupt nichts gut. Das ist ein Debakel. Das wird die YouTube... Echt im Ernst, ihr dürft euch nicht wundern, wenn die YouTube-Zuschauer einen Respekt vor den Twitch-Zuschauern verlieren. Die schauen sich nachher die Aufzeichnung an und denken sich, ja. Wie mit der Zeitung, ne? Zensieren, schneiden den da raus. Das heißt, Gallico meint, da ist schon der erste Kampf. Schaut mal. Siehst du, das Schiff fährt weiter, alles gut, kommt pünktlich. Mord und Totschlag. So hinterher. War das schon die Aufgabe? Moment, wir müssen nur bis zu irgendeinem Leuchtturm. Wo ist der? Wissen wir noch nicht. Mit ganz viel Glück. Mit ganz viel Glück. Vielleicht ja doch. Toi, toi, toi. Toi, toi, toi. Knurli schreibt... Er, ne? Esse Schweizer Schoki, sei tiefenentspannt, ihr seid alle tiefenentspannt. Der Einzige, der sich hier zusammenreißen muss, bin ich, ohne Schwarmintelligenz, ganz alleine. Ob das gut geht. Mann, Mann, Mann. Erschütternd.
Ich traue mich gar nicht, aus der Postkartenperspektive zu wechseln, weil dann sieht man ja, wie viel Zeit uns noch verbleibt. Sollen wir mal? 22. Wir uns spannend machen. 22 noch. So eine ganz knappe Geschichte. Ganz, ganz knapp. Wie viele Zuschauer schauen eigentlich dem eigenen Debakel gerade zu, das sie selber verursachen? Es geht 121 Peinlichkeiten. Es wird nochmal gefeuert hier. Auf wen? Auf was? Auf Feinde? Drei kleine Kanonenboote kommen und greifen uns... Nee, schau mal im Hintergrund. Das ist der... Schau mal im Hintergrund. Die Rentiere vor dem Schlitten. Da fliegt der Weihnachtsmann im Hintergrund. Schau mal, da oben am Himmel. Hat auch Verspätung. Cool. Da fliegt der Weihnachtsmann. Wir haben ein Easter Egg entdeckt. Das ist sehr witzig. Oh, Karl Leonard. Große Politik. Mist, die sind zu fix. Denk an den Filz. Filz-Noppenwelt. Im Augenblick denke ich an keinen Filz. Im Augenblick denke ich nur an 1 Minute und 8 Sekunden und Karl Leonard. Wir sind doch gleich da. Du bist die Ruhe in Person. Ich normalerweise auch, aber jetzt nicht. Noppenwelt fragt mich nach dem Filz. Ihr seid echt tiefenentspannt hier. Bitte? Kann das am Kaffee liegen, dass du nicht zu tiefenentspannt bist? Habe ich zu viel Kaffee getrunken? Es könnte sein, ja. Oder an deiner Bitterschokolade mit 100% Kakaoanteil. Wer weiß, wie die einen pusht hier. Ich glaube, wir schaffen's. Ja, sag ich doch. Ich habe keine Sekunde dran gezweifelt. Ich weiß noch genau, wie Gallico und Punisher gesagt haben. Alles auf YouTube aufgezeichnet. Vielleicht klappt das nicht mehr. Dann habt ihr Nervosität verbreitet. Ihr habt den Chat angesteckt. Ihr alle kennt die Wahrheit. Wir haben es geschafft. Natürlich, ich hatte keine Sekunde daran gezweifelt. Wir haben es gepackt. Und jetzt, wo müssen wir noch hin? Nee, wir haben es schon gepackt. Ja, jetzt müssen wir noch den Filz retten. Wann kommt die Belohnung? Die fahren dem immer noch hinterher, aber die Aufgabe ist weg. Oh Gott, eine Explosion. Oh lala. Filz. Noppenwelt. Frage. Wo ist der Filz? Ich glaube, der ist hier gelandet. Mit einem Schiffchen. Mit der Entdeck mich. 30 Tonnen verirrter Filz. Ab damit in die Arktis. Können wir hier einen kleinen Kleckerhalm irgendwas Spannendes mitnehmen? Die Antwort ist ein gepflegtes, auf gar keinen Fall. Rauf in die Arktis mit der Entdeck mich. Was ist denn das hier? Der Moschusochse. Hier ist ein Frachtschiff, das nichts macht. Das liegt ja in Kleinkleckerheim und tut nichts. Man muss sich... Doris Blut, treibt mich nicht in Wahnsinn. Jetzt necken mich alle und schreiben andauernd Filz, Filz, Filz. Ich lege euch alle übers Knie. Jetzt, wo schicken wir den Moschusochsen hin? Haben wir hier irgendwelche Schiffchen, die im Augenblick inaktive? Nur den. Dann schicken wir den Moschusochsen hier hin auf Vorrat. Und dann, wo waren wir eben mit beschäftigt? Investoren, um die wollten wir uns kümmern. Ja, ich mache nochmal einen kleinen Stopp der Aufzeichnung auf YouTube. Wir streamen hier weiter und wir kümmern uns jetzt demnächst nicht mehr um Filz, nicht mehr um Quests, sondern nur noch um Investoren und Einfluss.